Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, heute von der Linie 222, mal Mitte Richtung Gelsenkirchen Rathaus. Ja, alles bereit, alles topfit, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ja. Und ja, das ist nachgesprochen, muss ich gestehen, weil ich leider ein bisschen was verpasst habe, aber wünsche euch dennoch viel Spaß. Nächste Haltestelle, Sickingmühler Straße. Geil. Fängt schon gut an, ne? Das fängt doch schon gut an. Aber ich weiß, er hat es aufgenommen. Ich weiß, dass du es aufgenommen hast. Ach ja. Ja. So, ich bin mal gespannt, ob die Fahrgäste heute nicht meckern, weil sonst haben wir nämlich gleich wieder so ein komisches Problem. Ich mag nämlich heute keine meckernde Fahrgäste. Jo, was geht? Ganz jo. Schön kalt hier, oder? Hallo, der Motor muss auch erstmal warm werden. Ist voll kalt drin. Hast du können? Die Heizung. Heiliges, das Hallo. Ist kalt. Da reicht nicht mal meine Winterjacke. Mahlzeit. Könnt auch aussteigen, ist mir auch egal. Geht auch. Oh, hier friert man sich ja die Füße ab. Oh, ihr habt es anders nicht so gefällt. Schwör. Die meckern wieder, das gibt's nicht, ey. Als hätte ich. Tageskarte für das Gebiet A, bitte. Als hätte ich wieder was falsch gemacht, ne? Ich böser Busfahrer. Also ehrlich, ey. Das tut doch schon weh. Naja. Das ist doch schon weh. Aber. Hauptsache mal ein T-Rex. Ach, den mache ich kalt. Dann passt das. Den werde ich auch kalt machen, aber egal. Das passt schon. Das passt schon. So, Flash auf. Also ich hoffe, dass die Grafik es noch mitmacht, weil wie gesagt, wenn gestern der PC so lange Probleme gemacht hat. Er hat ja hier, oder gestern war vielleicht, wo man, Sengoku Dynasty gezockt haben, Grafik hängen geblieben. Naja. Ich hoffe ja nicht, dass es heute so ist, aber egal. So, wie sagt man so schön? Auf gute Fahrt. Voll gutes Geld. Dann schauen wir mal, was da heute auf uns zukommt. Oh ja, komm schon. Das ist mies, dieses Geruckel. Jawohl. Eieiei. Oh jo, alles klar. Die meckern jetzt schon. Die Kurve ist so mies. Aber in 3 Minuten, oder besser gesagt, er braucht 10 Minuten, bis er warm wird, dann steigt auch die Temperatur. Also in dem Fall ist es ja nicht schlecht. Ist es ja nicht schlecht. Ja, also, ihr habt es ja auf dem Discord mitbekommen. Und zwar habe ich ja mal angesprochen, dass ich so schnell ruckel, dass ich ja Community-Trinkgeld machen möchte. Und quasi für kleine Beträge. Das heißt Paysafe-Karten, Girocard, etc. Also das könnt ihr jetzt alles auch mit benutzen. Oder auch PayPal, wie gesagt. Das funktioniert. Ich habe es getestet, dass wir da keine Probleme haben. Und ja, also ist ja nur eine Unterstützung. Ist kein Muss, ist ja nur eine Unterstützung für euch. Wenn euch das Format so gefällt, ist halt ein Schritt weiter, ne? Das heißt ja, bitte. Nee, nee. Es kostet ja auch ein bisschen was ich vorhab. Aber ich meine gerade so für die Modellbasteleien, was ich da vorhab, deswegen, falls es euch da interessiert.
nur mal so am Rande erwähnt. Auf der Homepage habe ich es auch schon drauf. Sozialen Netzwerken sind es jetzt noch nicht so. Aber das kommt auch. So, ja, also. Wir fahren jetzt mal gemütlich unsere Tour, Tagestour, die wir heute so haben. Hoffen wir, dass wir heute gutes Geld einfahren. Wie gesagt, ihr könnt gerne noch mitfahren. Wir können auch uns gerne im Discord quatschen. Ich weiß halt nicht, ob ihr halt Lust auf der Aufnahme halt mit drauf habt, aber bei der zweiten Tour können wir das gerne machen. Dann ziehe ich euch an. Moin, moin. Dann ziehe ich euch einfach dann quasi. Denn, oder bleibt einfach im Wartebereich. Und, ziehe ich euch dann gerne mit rein. So, genau. Rotor, du hast ja vorhin gesagt, dass wir noch ein bisschen nachher LS zocken. Ja, wir zocken noch LS. Allerdings muss ich ein bisschen aufpassen, was bei mir mit der Steuerung ist, ne? Weil ich habe heute Morgen ein bisschen noch was verändert. Da hatte ich noch mit dem Lenkrad und Logitech noch am Theater benutzen kann. Hat mich nämlich erst gestern... Also, es war wirklich eine Doppelbelegung. Also, wie gesagt, ich habe alles geändert. Komplett von der Steuerung her. Steuerungsfeld, alles geändert. Bis auf die Kran und den Frontlader. Die habe ich da... Die habe ich erstmal so gelassen, wie sie sind. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tageskarte in der Preisstufe A, bitte. Na, wenigstens haben wir gescheite Ansagen. Hier ist auch noch besser. Perfekt. Ja. So. Ja, also wie gesagt, ich habe es noch ein bisschen geändert. Das scheint jetzt auch wohl zu klappen. Es ist halt, ich bin halt ein Spielkind. Ich muss halt immer alles extra belegen. So ein Spielkind überhaupt. Nächste Haltestelle. Lessingstraße. Und das passt ja. Guten Tag. Guten Morgen. Ah, was heißt guten Morgen? Oh, oh, oh. Merkt ihr den Unterschied zu gestern? Wegen dem Gas geben. Dass es jetzt viel geschmeidiger geht. Das ist das, was ich jedes Mal mit meinem Profil quasi mache. Ich starte erst von Logitech, von dem Lenkrad, um einfach ein viel besseres Gefühl dann zu bekommen. Und ich hoffe, dass das dann heute Abend oder heute Nachmittag dann auch wieder beim ACC geht. Ne? Aber ihr wisst ja, wir haben heute 10 Stunden und morgen 10 Stunden. Also, ne? Da hoffe ich, dass wir jede Menge Spaß haben. Oh, wir haben grün. Was macht der Bart? Der labert halt gerne nur. Ja. Ich liebe es, wenn ein Bus durch die Lackierung fährt. Durch Laternen fährt, ja. So. Dann weiter geht's in dem Schnuckelchen. Nächste Haltestelle. Ein Volkspark. Ach ja. Das gute Volk am Volksparkreich. Ist da wie ein Seemannsteich. Von oben gepluppt, von unten gestoppt. Ja. Dann verließen sie ihn. Was für ein Scherz, hä? Bist du wieder ein Komiker? Ha, ha, ha. So ungefähr. Aber so ist er halt, ne? Der Bart, so ist er.
Aber es braucht er auch heute. Dass er heute lustig drauf sein soll. Weil das, was er heute Nachmittag noch vorhat. Alter, was ich heute Nachmittag. Was ich vorhab. Ne? Mann. Ich sag immer, geht mit euren Mitmenschen wirklich respektvoll um. Jo. Schnapp dir einen Bus und fahr. Voll platt getrackt, das wollte ich nicht sagen. Nee, aber. Weil, wie gesagt, Speedy, geh mal unten bitte auf die Kanalpunkte und guck und drück mal bitte Ruf Kelly. Mach einfach mal. Hast du gehört? Ruf Kelly. Jedes Mal, das war eine geile Geschichte. Jedes Mal, wenn wir irgendwas war, ne? Guten Tag. Das ist wirklich so. Jedes Mal, wenn meine Freundin irgendwas hatte, ja, macht sie immer dieses Geräusch, ne? Und dann, wir haben da mal, weil wir jeden Abend, wenn wir dann Videocall über WhatsApp gemacht haben, ne? Oder Sprachnachrichten, habe ich dir gemeint, pass auf, irgendwann nehme ich das auf und dann mache ich daraus für dich einen Alert. Nächste Haltestelle, Hildenort. So, und schwuppdiwupps. Habe sie erwischt. Alert rausgemacht. Pech. Jetzt habe ich sie. Cool, warum ist die Ampel da vorne, wenn sie weiter vorkommen soll, ne? Ist auch sehr mysteriös. So. Perfekt. Lukas, ich weiß nicht, wie weit du. Füllst du in den. Die zweite Runde dann mit auf die Aufnahme oder nicht? Weil wie gesagt, das ist ja. Hast du gerade schon wieder meinen Server geboostet? Aber. Lukas, du bist verrückt. Du bist sowas von verrückt. Das gibt's gar nicht. Jetzt hat er schon wieder geboostet da, ey. Danke dir. Ah, geh mal. Das mach ich mal aber echt. Nächste Haltestelle, Kirchstraße. Also erstmal ein fettes Dankeschön hier für den Lukas, dass er den Community-Server mal wieder geboostet hat. Ganz ehrlich, ich muss einfach mal was auch für dich springen lassen, ey. Irgendwann muss ich auch wirklich für dich mal was springen lassen. Ah, echt deine Unterstützung, das ist so krass. Mama hat, ey. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Eieiei. So, komm mal. Da steht nichts mehr. Gut. Aber Freunde, ich freue mich echt auf die nächste Woche für die OMSI 2 Woche. Ne? Wir fahren nicht, wir werden nur ein bisschen, werden uns noch Dateien anschauen, gucken. So. Tom Skopal, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Start in den Dienstag. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Was machst du denn Schönes?
mache hier gerade so meine tägliche Warm-up-Runde für heute. Täglich um sie fahren, täglich gleich dann für die Spedition fahren. Ach, ich liebe es. Es tut so gut, ey. Ich habe zwar einen also wie gesagt. Oh, das ist doch schön. Ich meine, heute Nachmittag, die 29 Grad, wenn man schon wieder anfängt zu schwitzen. Das macht nichts aus, da. Omsi fahren, Klimaanlage. Der Rest passt schon. Ich glaube, die Ampel wird mir heute kein Grün geben, hm? Die mag mich nicht. Mann. Au, wenn ich fragen darf, was arbeitest du denn? So, Abfahrt. Ja, die KI fährt sehr schön durch mich durch. Ah, okay. Da. Weißt du, dass du Glück hast? Ich gehe nämlich bei immer beim Netto einkaufen. Ist wirklich so. Ich habe jetzt vor einer Woche erst eine Deutschlandkarte machen lassen, für extra wegen Netto. Weil es momentan da gute Angebote gibt. Und vor 3 Wochen oder so. Ist unser Netto in ja, ich sage jetzt mal Neulosheim, weißt du, wo ich da mal hingehe? Nächste Haltestelle, Busmannstraße. Der wurde umgebaut. Wir haben halt wenig, also der hat wenig Platz. Jetzt haben sie halt, naja. Es sieht auf jeden Fall geordneter aus. Viel besser als vorher. Das muss man schon sagen. Gott, habe ich gerade ein Lob ausgesprochen? Alter, was stimmt mit mir heute nicht, ey? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe hier irgendwelche omsianische Viren in mir. Omsianische Viren. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ja, wenn du gerade sagst, du bist bei OMSI 2 unterwegs, was für Karte und Strecken bist du gerade unterwegs? Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. So. Da will keiner mit. Wisst ihr, was das Tolle an diesem Bus einfach ist? Berlin-Spandau und der NZ2, okay. Lemmeltal V3 Update auf der Linie. Oh, Mann. Es wird Zeit, dass die nächste Woche um sie herkommt. Also. Es wird Zeit. Ja, das ist halt der Nachteil daran. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, 6 Wochen Pause. Habe ja auch jetzt erstmal nicht viel im OMSI-Forum gelesen. Also, nur teils. Und. Das werden wir halt anders machen. Also wenn, dann mache ich direkt alles vor Ort, also direkt im Stream. Das heißt, selbst wenn wir dann irgendwelche Dateien suchen, werde ich mich halt auch im Discord halt dort befinden. Ja, also wir gucken, dass wir alles für die Karte, das was wir brauchen, bekommen. Weil ich hoffe, dass ich ein paar schöne Karten finde. Große Karten, lange Touren. Na, Lukas, du weißt, wovon ich rede.
Er und seine 57-minütigen Fährte, Heilig Splash in seinem letzten Stream. Der hat ordentlich was auf den Kicker gehabt, ey. Fährt dann eine Nachtlinie einfach mal 57 Minuten über Land, ey. Ich glaube, das war noch ein E, gell? Ein E, nee, oder? Ich weiß keine E-Solaris. Nächste Haltestelle. Die NE2, ja, genau. Ist schon krass. Ja. Aber Leute, wie gesagt, ich freue mich endlich mal wieder am Start zu sein. Wieder weiter, echt. Ich werde es noch die nächsten Tage echt erwähnen. Ich will einfach gute Laune, gute Motivation rausschicken, ein Grinsen verbreiten. Es kommt ein Zwerg um die Ecke, dann macht's Schach. Was wollten Sie? Ja. Schach. Ach ja. So ist es halt. Ach ja. Ich bin schon ein komischer Karotz, gell? Aber so ist es. Wisst ihr, dafür, dass wir aber dann so viel Zeit haben. Heute, wie gesagt, nehmen wir uns einfach auf die Zeit. Jo, was geht? Weiß nicht. Ich fahr. Also wie gesagt, ich würde auch, der eine oder andere hat bestimmt auch schon die Vorstellung von dem Bremen-Nord-Addon mal gehabt, ne? Hat er gesehen von mir, dass ich gerne die MANs, Bahnübergang. Danke für die Unterbrechung, Lessingstraße. Hallo. Ich fahre gerne die MAMs von dem Bremen Nord-Addon. Also die sind sogar besser. Hast nicht die Auswahl wie von den Stadtbussen von dem MAN. Aber ich gucke extra bewusst dahin, dass er sieht, dass ich ohne Kollision fahre. Weil es ist viel ist schon ein bisschen Kollisionsbereich. Nächste Haltestelle, Biele. So, was ich einfach dazu nochmal sagen will, ist einfach. Die Sounds von den MAN, also die sind halt richtig. Es muss brummen. Ja? Und wenn es brummt, ist es gut. Dann ist es richtig gut. Gespannt. Och. Weiß ja jetzt nicht, was er will. Plus, minus, plus, minus. Nächste Haltestelle. Dilbringstraße. Ich finde ja auch diese anderen Modelle, wo jetzt rausgekommen sind. Also wie gesagt, ich habe ja live verfolgt, ne? Was Omsi da, wie es sich entwickelt hat. Aber für mich waren halt die Setra-Modelle auch sehr interessant. Ne? Die Gangschaltung, die ist ja jetzt mal dahingestellt, aber auch von den Mercedes, naja, oder diese O530 Business-Busse, den ich ja auch da gern fahre. Also es hat, ja, Iveco habe ich noch gesehen, war noch was, ne? Es tut sich schon einiges. Aber ich glaube, die, wo heute denn. Jo, was geht? Jo, alles klar. Hallo? Ja, Mahlzeit. So. Die, wo heute den Shortcut bei mir mal gesehen haben, da habe ich auch am Ende ganz klar gesagt, ne,
OMSI 2 wird auch ein fester Bestandteil dieses Kanals einfach bleiben. Weil, wie gesagt, der Bass, Nächste Haltestelle. Ich hasse die KI, ich hasse sie. Ach, da kommt so die Liebe wieder hervor. Ja. Die Liebe, ich hab's ja gesagt. Bin ich froh, wenn ich dann auch eine andere eine KI-Liste habe, ey. Wenn das klappt, was ich dort gefunden habe. Und vor allem, was, Grüße gehen raus an dich, mein lieber Crispo. Was ich bei dir da gesehen habe. Dann, ja. Gerne. Hello. Flammentan ein. Okay, cool. Ja, das ist so. Ich habe nur kopiert und eingefügt. Also, du darfst mich nicht falsch verstehen. Gibt schon schöne Busse, aber gerade die, wo du haben willst, die fressen dann ordentlich die Performance. Ich meine, ne, ich. Man nehme die U-City Line, ja? U-City Line. Ja, die Busse vom MAN. Lass ruhig ein bisschen Solaris dabei sein. Ist alles okay, aber. Am liebsten lässt er von Morphe die O530 durchfahren. Da hast du mehr was von. Da hast du auf jeden Fall mehr was von. Hallo Busfahrer. Ja, da hast du recht. Dort. Toms, da hast du. Ich hoffe, ich darf dich Tom nennen. Das ist richtig. Das ist. Preisstufe A. Du brauchst Schleudersitz. Ab mit dir. Tür raus und tschüss. Für jeden geilen Spruch, den ich bringe, klipp ich jetzt echt. Fanta, mein Lieber, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Haben wir uns heute Morgen ja schon unterhalten. Wie geht's dir denn? Kelly hast du schon verpasst. Die kommt später wieder. Ah, perfekt. Dankeschön. So. Nächste Haltestelle. Freiheit. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, da können wir gleich mit 20 km/h drüber fahren. Da bleiben wir noch in der innerhalb geforderten Zeit. Auch wieder schön. So. Aber, meine lieben Zuschauer, das Tollste ist einfach, wenn das Ganze klappt, wie ich mir das vorstelle. Ne? Also, den Tagesablauf, ich meine, wir haben ja gestern schon mal kurz drüber geredet, aber Aufnahmen, die ich heute mache, die kommen morgen raus. Dann habt ihr auch YouTube immer schön was zu gucken. Und ich hoffe halt auch mit Fanta, deswegen fand es so schade gestern, dass die Aufnahmen von Sengoku Dynasty, dass das nicht funktioniert hatte mit der Aufnahme. Es hat so krakelig gewesen. Also der Encoder, der kam gar nicht mehr hinterher. Ey. Also selbst den Stream, der hat mir 41 Minuten gebraucht zum Runterladen. Und da habe ich einfach gedacht, weißt du was? Nächste Haltestelle. Okay. Ja. Wir versuchen es halt noch einmal, ne? Also wie gesagt.
Die Aufnahmen sind zwar jetzt mit einem anderen Aufnahmeformat, aber das können sogar die Leute über Tablet und Handy dann gucken. Aber das ist schon toll. So. Jetzt haben wir auch hier wieder Wartezeit. Und dann fahren wir dann noch eine Tour für die Stadtwerke. Also Lukas, ich bin dann noch bei den Stadtwerken und dann können wir gerne in den DC gehen. Würdest du mal... Sag mal... Was passt bei dir heute nicht, Bus? Willst du mir heute alles wegfahren oder was? Ah, du machst noch Gartenarbeit. Oh, schön. Du hast gut. Ich will mal noch irgendwo noch einen Garten suchen. Ja. Ja. Also eines habe ich auch noch vor, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß, dass ich auch über das Handy streamen kann, über Twitch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber du hörst... Ich bin halt hier auf dem Flachland, ne? Du hörst nur Windrauschen. Das wird dann halt gar nichts bringen, ne? Mahlzeit, Kollege. Weil die Busse, die müssen weg. Also... Es wird Zeit, dass ich wirklich mal bei OMSI wirklich mal Zeit investiere und einfach mal richtig up-to-date bin. Ich Motorradfahrer, habe ich gesehen, gab es schon für OMSI 2. Moderne Fahrzeuge, also... Ich rede ja von Autos, von verschiedenen Karten, also... Alter, ich hops da rum, ey. Habt ihr schon mal ein Schleudertrauma gesehen? Fahrt bei mir mit. Also ich muss auch sagen, an dem Modder, der diese Busse rausgebracht hat, Freeware-Version, ne? Es ist einfach, der ist schön zu fahren. Also einer meiner Prioritätlisten 2, ja, also von Morphy, die bleiben sowieso an erster Stelle. Seit Version 1 oder 0.5. Aber so geschmeidig, die Gänge. Okay, manchmal ein bisschen zu geschmeidig, aber... Die Auswahl, was du da hast. Ja. Das ist schon was Tolles. So, dann lassen wir die Fahrgäste mal raus. Alles so, perfekt. Das sind gute Zeiten. Und das ist das Ergebnis. Zuck, zuck, zuck. 17 Euro Einnahmen. Oh, ist viel zu wenig. So. Dann, alles klar, Fanta. Dann bis später. Ne? Und ja, das war's für die Aufnahme. Dann bis zur nächsten Folge.